Hey, Assassin-Sternchen, was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Teil. Heute mal wieder auf meinem wunderschönen großen Account. Wir spielen hier mit Paladin und weiterhin mit Tesla in einer Belagerungsschlacht, wie ich es den Missionen heute unternehmen konnte. Gucken wir doch mal, wie das Ganze wird. Ich bin gestern mit der Bahn gefahren und habe mich bereichert gefühlt. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. So viel Freude habe ich empfunden. Also das kann man gar nicht in Worte fassen, wie glücklich ich war, dass ich dann immerhin mein Buch beenden konnte. Das nächste habe ich mir schon gehabt. Also da bin ich also versorgt für die nächsten Fahrten. Aber ja, es war schön. Okay, also. Es fing damit an, dass ich mich in die Bahn gesetzt habe. Ja, so fängt auch jedes jede gute Horrorgeschichte an, würde ich sagen. Aber okay, ich habe mich in die Bahn begeben, setzte mich hin und habe gewartet. So, Bahn fuhr los. So weit, so gut. Irgendwann dann die Station Ostkreuz erreicht. Und da fing es an. So, ich weiß nicht genau, was da mal wieder abging oder auch nicht, aber scheinbar fuhr da oben nichts, was die Ringbahn anging und alles, was da oben so rumfuhr. Und ich habe das nicht so wirklich mitbekommen, aber die Ansage oder die Durchsage hat sich angehört wie... Ja gut, auf der einen Seite kann das nicht fahren, weil Polizeieinsatz oder irgendwie sowas in der Art. Und ich habe keine Ahnung, ob ich das falsch verstanden habe oder so, weil keine Ahnung. Aber wenn mich mein doch recht unterentwickeltes Gedächtnis mich nicht verlassen sollte, dann war es also wie folgt: Auf der einen Seite Polizeieinsatz und auf der anderen Seite war halt Zugstörung. Und dann fuhr wohl halt auf beiden Seiten nichts. Naja, so oder so, es war wohl oben etwas verzögert mit den Abfahrten. Okay, gut. Na gut, was soll's, ich muss nicht mit der Bahn fahren, also hat mich das nicht gejuckt. So, ich bin halt weiter zum Bus gegangen. Und, eieiei, vor kurzem auch wieder, ne, da fällt mir das gerade ein. Vor kurzem auch wieder. Ich dachte mir so, ach, okay, wollte ich mal anders fahren, weil ich halt so eine Art Zwischenstopp wollte ich machen, okay? So, und dann habe ich mal geguckt, wie komme ich denn am besten dahin? Und habe gesehen, ach Mensch, das ist ja hier eine schicke Verbindung und dann nehmen wir doch die, das dauert ja auch gar nicht so lange. Ja, ja, schön. Ja, kommst du dann bei der S-Bahn an? Signalstörung. Nichts fährt. Nächste Bahn irgendwie in mindestens 15 Minuten. Und der Bahnsteig füllte sich. Und die erste Bahn, die dann halt irgendwann mal dann eintrudelte, die war natürlich entsprechend voll, sodass halt nichts mehr reinging. Wahrscheinlich auch nichts mehr raus. Aber naja, war auch wieder sehr schön. Aber gut, okay. Stand ich also am Bus und hab gewartet auf den Bus. Und auch da war die Station, die Busstation, die Bushaltestelle war sehr üppig gefüllt. Um es mal so zu formulieren. Es hat sich weitergefüllt und der Bus war dann halt entsprechend voll. Okay. Und er wurde halt immer voller mit allen weiteren Stationen, die da noch so kamen. Und es war schön. Es war traumhaft, sage ich euch. Gut. Dann fing eine Person an, irgendwann rumzubrüllen, weil irgendwie, keine Ahnung, weggegangen, Platz vergangen. Weg. Doch, oder? So heißt das doch. Na, ihr wisst, was ich meine. Und fängt an zu schreien, dass was das soll. Das ist ihr Platz und sie bleibt jetzt hier. Keine Ahnung. War halt irgendwo hinter mir. Ja, so. Okay, gut. Irgendwann durfte ich dann auch mal endlich aussteigen und hatte halt erstmal einen guten ersten Teil meiner Odyssee, die ich an diesem Tag nur vor mir hatte. Okay, also. Guti, super. Paar Stunden später fahre ich also weiter.
Ich habe jetzt nicht ein paar Stunden auf den nächsten Bus oder so gewartet, sondern ich bin dann ein paar Stunden später nach Hause gefahren. So. Und da genau, wirklich, ich dachte mir so, ach naja, nu, jetzt wird alles klappen, so, ne? Polizeieinsatz kann sich ja nicht so ziehen. Also entweder, oder Notarzteinsatz war, also da kam auf einmal durchgehend Ansagen, irgendwas war halt immer so gefühlt. Mal hieß es, dass da der Zugverkehr jetzt unterbrochen ist, dann hieß es, der Zugverkehr ist unregelmäßig und ja, keine Ahnung. Mal hier, mal da, mal dies, mal jenes, irgendwie Notarzt und so weiter und so fort und hast du nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob das noch immer derselbe war oder jetzt mittlerweile der nächste, aber gut, ich durfte auch da wieder auf meine Bahn entsprechend lange warten. Und ja, stand dann wieder aus Kreuz. So, okay. Naja, jetzt denkt ihr so, okay, das ist ja mein, das ist ja, ja, gut, okay, passiert. Ja, so. Dann steige ich also in die nächste Bahn ein und fahre dann halt weiter. Okay, ich denke mir nichts dabei. Lese weiterhin entspannt mein Buch, hatte die letzten Seiten noch vor mir und, ja. War so, okay, ne, jetzt kommt ja nicht mehr so viel. Nur noch ein bisschen rumfahren, so, und dann bist du halt zu Hause und alles ist schick. So, wundervoll, wundervoll. Ja. Hatte halt ein bisschen Wartezeit, aber na gut, okay. Dann kann man halt so sich seine Zeit halt eben entsprechend vertreiben. Okay. Ja, jetzt muss man sich das vorstellen wie so aus dem Film der Weiße Hai mit der Musik. So. Okay, worauf will er hinaus? Ja, auf einmal höre ich so Musik. Okay. Die Musik wird immer lauter. Und immer lauter und immer lauter und immer lauter, weil die Person, die Musik gehört hat, kam halt immer näher und näher und näher. Ja, stand dann halt irgendwie, irgendwann dann mal halt wirklich hinter mir und musste man schon Angst haben, dass man seinen Atem im Nacken spürte. Gut, okay, jedenfalls hinter mir also dann die Party am Laufen gewesen und ja, also war schon echt etwas lautere Musik dabei, muss man mal so sagen, also... Zimmerlautstärke war das definitiv nicht mehr. Ja. Da kann sich ja mal aber mein Nachbar ein bisschen doch schon ein gutes Beispiel daran nehmen. War wahrscheinlich noch immer leiser als das, was hier so teilweise nachts rumgespielt wird. So, übrigens auch eine lustige Sache. Vor kurzem hing dann sogar auch ein Zettel an der Tür, unten, in der Haustür, mit den entsprechenden Ruhezeiten. Ja, der Zettel hat nicht einen Tag überlebt. Der war dann irgendwann mal weg. Also, weiß nicht, ob sich da irgendeine Person angesprochen gefühlt hat oder so. Ich kann da jetzt nur mutmaßen. Naja, okay. So, also hinter mir gute Party am Laufen gewesen. Ja, und die Songauswahl war auch sehr, 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 sehr lebhaft durchwachsen. So kann man es, denke ich, mal formulieren. Da sind wir am Anfang, ja, wie nennt man das, die ganzen elektronischen Richtungen der Musik, keine Ahnung, halt, das war halt doch schon so härtere Sounds, doch ordentlich BPM und ja, das war so, weiß ich nicht, keine Ahnung, irgendwelche Raver-Party-Mucke oder so, ich habe keine Ahnung, ja. Jedenfalls sowas. Ne? Dann sind wir auf irgendwie Charts gekommen und am Ende, das, da hatten wir dann wirklich noch ein bisschen Kultur am Laufen. Das fand ich okay. Ne? Da wurden wirklich Klassiker ausgepackt, sage ich euch. Wir hatten da MC Beethoven, nein Spaß, wir hatten da ein bisschen Haftbefehl und Farid Bang und ja, ne? Kann man halt auch machen, ne? Ich kannte persönlich diesen Song jetzt nicht. Wusste jetzt nicht, auf welchem Album das war, aber okay. Ne, ist ja in Ordnung. Wenn man das halt so, wenn man das halt so hört, kann man es ja auch machen, ne? Aber ich kann mir das halt auch selber geben, aber nicht wenn's andere machen, ne? Nicht wenn's andere machen. Ich habe gemerkt, mein Blutdruck, der wurde schon sehr stark. Mein Bluthochdruck, der kam da so auf lebensbedrohliche Niveaus, sage ich euch.
Nein, aber ja, es war wirklich ein sehr, sehr schöner Abend. Es war wirklich ein schöner Abend, den ich hier mit den Öffis verbringen durfte. Ich hatte Störungen, ich hatte Einsätze, ich hatte ja dadurch Verspätungen, ich hatte schöne, angenehme, gut, okay, schön kann ich jetzt nicht beurteilen, aber hatte angenehme, ja, Mitreisende. Da war wirklich, es war eine, ich möchte nicht sagen, es war eine kulturelle Reise, sondern mehr so ein Kulturschock, aber es war ein ganz normaler Abend mit der S-Bahn, ja. Ja, so viel dazu. Fand ich schön. Und euch, hat es gefallen? Hat es euch gefallen? Ja, kann man mal machen. Guti, wir sind aber hier am Gewinn, das finde ich sehr schön. Ich hoffe, ihr habt es genossen soweit. Ich eher weniger, aber naja, okay, was soll's. Ja, aber man muss halt das Beste draus machen aus solchen Situationen. Ne? Einfach nicht aufregen. Kannst ja sowieso nichts dran ändern, ne? Mit Freude einfach rangehen und sagen, jawohl, endlich mal was. Endlich mal ein bisschen Spannung hier. Hatten wir schon lange nicht mehr, ne? So kann man es halt auch sehen. Genau. Ja, wundervoll. Also wenn wir das Ding hier noch tatsächlich gewinnen und halt entsprechend hier in Führung bleiben, das wäre richtig, richtig toll. Also da muss ich sagen, ne, Respekt an das Team hier. Das würde mir hier sehr gefallen und sehr entgegenkommen. Aber gut. Noch kann sich alles ändern. Ah, schade. Ja, gut, aber die brauchen ja auch ein bisschen, bis sie den Punkt hier erobern, ne? Und wir kommen ja jetzt auch schon wieder hier richtig schön rein. So. Komm, dann hauen wir dem Typen hier noch ein bisschen was. Ja, gut. Fast. Aber wir haben ja auch sehr viele Leute. 4. Davon halt auch einige in der Mitte gewesen. Mit Schutz gegen meine schöne Tesla. Ja. Gegen meine schöne Tesla-Waffe haben sie Schutz. Skandal, sag ich euch. Aber gut, solange wir hier 3 Minuten es irgendwie hinbekommen, ist alles in Ordnung. Ja, aber mit 260 Schaden, da kann ich ihm, glaube ich, auch nicht so viel antun. Naja. 3 Minuten noch, ne? 3 Minuten hier irgendwie nochmal so ein bisschen. Und hier schon wieder der Nächste mit 40% ja hat. Es sind nur 4 Leute, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich sehe immer wieder die gleichen. Und leider sind es die Schutz haben. Aber 2026, wow. Na ja, guckt mal, hier, da ist er schon wieder. Und da hinten ist schon wieder der Typ mit 41 und da 46. Ey, gibt's nur 4 Gegner. 4 Leute haben Schutz. 4 Leute. Gehör ich eigentlich auch zu... Bin ich einer dieser 4? Weiß ich gar nicht. Oh, wir haben hier 1, 2, 3, 4. Ja, okay, 4 Gegner also. Ja, 4 Gegner. 4 Gegner von 8, wenn ich mich hier jetzt... doch nicht die Blöße gebe und falsch zähle, aber trotzdem sehe ich gefühlt immer nur diese Leute. Tja. Und so sind wir jetzt von 2026, glaube ich, war das auf 2029 gekommen. Ganz, ganz flink. Ich weiß gar nicht, wie meine KD davor aussah. Die war wahrscheinlich besser, aber ich... Ja, irgendwann reicht's. Irgendwann. Ja, irgendwann reicht's aber auch hier mit den ganzen Leuten, die hier mit ihrem gottverdammten Schutz ankommen. Das kannst du dir doch nicht geben. 2030. Ich dachte, ich hätte noch sagen können, oh, ich bin ja wirklich hier sehr gut unterwegs, ne? Hab hier einiges gemacht fürs Team. Aber wenn das so abläuft, ja, dann eher weniger. Ja, da haben wir schon wieder hier Leute mit Schutz. Natürlich. 21, 31. 1 Minute ist noch hier auf der Uhr. Ob ich noch auf die 40 Tode komme, ich bezweifle es, Gott sei Dank. Aber, naja, man weiß ja nie. Okay, gut. 8 fehlen noch. Es ist nicht mehr möglich, aber, ja, ich, bin froh.
Aber immerhin, das Game, das können wir wahrscheinlich hier wirklich noch rocken. Muss jetzt halt natürlich noch hier schön bleiben. Den Punkt neutral halten. Alles andere ist ja egal. Es reicht ja, wenn der hier neutral ist. Ja, ich habe mich hier geopfert. Naja, okay, gut. 10 Tode mehr als Kills, das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Eigentlich nicht, aber ja, was soll man machen? So, komm, kriegen wir hier irgendeinen? Ich hab doch da was gehört. Okay, gut, das ändert trotzdem noch immer nichts an dieser Differenz. Aber hey, immerhin 2:1 hier das Ganze geholt. Cool. Ja, nicht schlecht. Hätte wahrscheinlich auch ein bisschen besser sein können. Wer weiß, aber immerhin, das habe ich soweit hier erledigt und sogar noch einiges an Kristallen bekommen. Ja, super, wunderbar, das ist alles sehr schön. Das freut mich sehr. Was haben wir hier vielleicht erledigt? Ach, guckt mal, sogar noch 2 Ultra-Container gab es. Ist das nicht toll? Guckt euch das mal an. Da wird doch wirklich die Freude enorm. Gut, gucken wir mal, was hier in 2 Containern drin ist. Wahrscheinlich nur ein paar Versorgungsgegenstände. Herrlich. Ja, und mit diesen Worten und mit dieser Geschichte und ja, mit dieser Gute-Nacht-Geschichte entlasse ich euch für heute. Wir sehen uns sicherlich im nächsten Teil wieder. Macht das gut und auch besser. Rinjahorn ist ja klar. Wir sehen uns im nächsten Teil. Habe ich noch irgendwas auf dem Herzen, was ich mit euch teilen wollte? Nee, ich glaube nicht. Ich habe ein bisschen Platz gemacht für weitere Bücher. Es wird eng. Ja. Haut rein.